Okay, das heißt, wir entwickeln das jetzt bis zur ersten Ordnung von Delta Z. Dann kriegen wir hier natürlich erstmal den Tree-Level-Term 1/2 d phi Quadrat und dann bekommen wir den Zusatzterm plus Delta Z halbe mal d phi Quadrat. Hier, wenn wir das entwickeln, bekommen wir zunächst mal den Term niedrigster Ordnung m Quadrat halbe phi Quadrat und dann in erster Ordnung der Deltas müssen wir hier so entwickeln. Das ist 1 plus Delta Z, dann kriegen wir Delta Z mal m Quadrat plus 1 mal Delta m Quadrat plus Delta Z mal Delta m Quadrat. Und das Produkt von zwei Deltas vernachlässigen wir. Also kriegen wir hier einfach nur Delta Z mal m Quadrat plus Delta m Quadrat. Und der Produktterm ist vernachlässigt. Und hier bekommen wir dann auf Tree Level g durch phi hoch 4 mal phi hoch 4 und die Einloop-Korrektur ist dann einmal Delta G mal 1 plus dann hier die Entwicklung von dem Delta Z gibt 2 Delta Z mal dem Original G. Also 2 Delta Z mal dem Original G plus Delta G geteilt durch 4 Fakultät mal phi hoch 4. Und dann ist natürlich das hier jetzt die klassische Lagrange-Dichte und die zweite Zeile ist demzufolge die Counterterm-Lagrange-Dichte. Und das ist also ein Rezept, nach dem Sie so eine Counterterm-Lagrange-Dichte gewinnen können. Und die ist jetzt etwas komplizierter als die vom letzten Mal, weil wir noch diese Feldrenormierung Delta Z hier haben, die allerdings zufälligerweise bei uns nicht nötig ist, sondern die gleich Null ist. Aber es würde ja weitergehen, es würde jetzt weitere Terme geben, plus Ordnung Delta Quadrat, also Produktterme von den ganzen Deltas. Die sind nicht null, die sind wichtig, aber die sind erst wichtig ab 2-Loop-Niveau, denn die sind ja alle von 2-Loop-Ordnung mindestens. Aber auf 2-Loop-Niveau braucht man die. Und wenn ich jetzt diese Counterterm-Lagrange-Dichte hernehme, dann kriege ich daraus Feynman-Regeln und die schreiben wir mal auf. Das heißt, wir bekommen einmal aus der klassischen oder Tree-Level-Lagrange-Dichte zwei Feynman-Regeln. Nämlich die freie Theorie ist das hier und die liefert uns einen freien Propagator. Der freie Propagator ist immer das Inverse des kinetischen Operators, i geteilt durch p² minus m². Und das hier ist die Wechselwirkung, das liefert uns einen Vertex mit vier äußeren Linien und die Feynman-Regel ist minus i mal dieser Tree-Level-Kopplung g. Das sind also die ganz normalen Feynman-Regeln. Und die sind jetzt von der Ordnung h quer hoch 0, also von Tree-Level-Ordnung. Zweitens, aus der zweiten Zeile bekommen wir weitere Feynman-Regeln. Und die interpretieren wir jetzt alle als Vertex-Feynman-Regeln. Das heißt, Vertex-Feynman-Regeln werden wie üblich abgelesen, sind immer die Koeffizienten vor den entsprechenden Feldoperatoren. Und dann haben wir eben einmal diese Feynman-Regel hier mit zwei äußeren Linien, also ein Vertex mit zwei äußeren Linien und der kommt von hier und hier. Und diese Lagrange-Dichte liefert als Feynman-Regel das, dass die Ableitung zu minus i mal dem einlaufenden Impuls werden. Also wir haben zwei Ableitungen, das gibt dann insgesamt p Quadrat für diesen einlaufenden Impuls hier. Und das p Quadrat wird mit Delta Z multipliziert und das Ganze noch mit i. Dann bekommen wir Delta Z mal p Quadrat und hier dann nochmal Delta Z mal minus m Quadrat. Also insgesamt Delta Z mal p Quadrat minus m Quadrat und dann noch von diesem Delta m Quadrat einsummend. Das ist dann diese erste Counterterm-Feynman-Regel. Und dieser Delta Z-Term ist jetzt der neue, der sich aus der Feldrenormierung ergeben würde. Und der ist eben bilinear im äußeren Impuls, ein Polynom im äußeren Impuls, aber Polynom im Impulsraum entspricht einer lokalen Wechselwirkung im Ortsraum. Fourier-Transformation vom Polynom ist eine Ableitung der Delta-Funktion, ist also lokal. Und dann dieser Vertex, so, dieser Counterterm-Vertex liefert uns den Vorfaktor bis auf das 4-Fakultät minus i, dann mal 2 Delta Z mal G plus Delta G.
Und diese beiden Feynman-Regeln sind dann eben die Feynman-Regeln der Ordnung H quer hoch 1, also Einloop-Feynman-Regeln oder auch Counterterm-Feynman-Regeln genannt. Und dann gilt eben, dass mit diesen Feynman-Regeln die Theorie endlich wird. Also hiermit werden alle Einloop-Green-Funktionen endlich. Und auf Zweiloop muss ich das entsprechend dann wiederholen. Weil das aussieht wie ein Propagator? Ja, hatte ich so überlegt. Hatten Sie richtig überlegt, aber das ist eben eine Alternative. Sie haben ja in der Konstruktion der Störungstheorie die Freiheit, was Sie als freie Theorie und was Sie als Wechselwirkung oder als Störung auffassen. Es ist möglich, dass Sie diese ganze Summe hier aus den vier Termen als die freie Theorie auffassen. Und dann würde in der Tat die ganze Kombination aus den Größen hier in die Propagator-Feynman-Regel reinspielen. Und im Propagator hätten Sie dann nicht i durch p² minus m², sondern i durch z mal p² minus z mal m² und so. Aber alternativ haben wir was anderes gemacht, nämlich wir haben nur diese Three-Level-Anteile als freie Theorie aufgefasst und die Counterterm-Anteile als Wechselwirkung. Denn die sind eben von höherer Ordnung in der Kopplung oder von höherer Ordnung in H quer. Dann fassen wir das also als Wechselwirkung auf und das, niemand kann uns verbieten, auch solche bilinearen Terme als Wechselwirkung aufzufassen. Und dann liefern die in der völlig üblichen Form Vertex-Feynman-Regeln. Die sind halt bilinear, deswegen ein bisschen einfacher als das, was sie gewöhnt sind, ist aber trotzdem möglich. Würde immer dieselben Endergebnisse für alle Green-Funktionen liefern, weil ja die Aufteilung in Störung und frei egal ist. Aber es ist nur egal, wenn man alle Ordnungen der Störungstheorie aufsummiert. In einer endlichen Ordnung ist das nicht egal, also liefert dann Unterschiede. Aber prinzipiell geht beides. Aber das hier liefert eine Störungsentwicklung, wo man sauber nach Loop-Ordnungen und nach Potenzen in der renommierten Kopplung sortiert und dann in jeder Ordnung einzeln alle Divergenzen sauber wegfallen. So, ich hatte Ihnen vor einiger Zeit mal gesagt, die Renormierung hat zwei Aspekte, nämlich einmal die Theorie endlich zu machen. Das haben wir jetzt erreicht durch diese Konstruktion hier. Aber es gab einen zweiten Aspekt, nämlich dass die Theorie parametrisiert wird durch einen bestimmten ausgewählten Satz von freien Parametern. Und die Theorie wird eben jetzt nicht parametrisiert durch diese nackten Parameter, wie das MBR oder GBR, was hier auftaucht, sondern die Theorie wird unparametrisiert, das ist eine Interpretation der Renormierung, und dass eben durch die Unparametrisierung letztlich alles ausgedrückt wird als Funktion von diesen Three-Level-Größen M und G. Und diesen Parametrisierungsaspekt wollen wir nochmal ein bisschen besprechen. Also der zweite Aspekt der Renormierung. Nämlich die Parametrisierung. Ganz einfach, stellen Sie sich vor, jemand von Ihnen hätte diese Konstruktion so gemacht. Der landet dann bei einer endlichen Theorie nach Durchlaufen all dieser Schritte. Sagen wir mal Theorie 1, hat also die nackte Lagrange-Dichte konstruiert wie oben. Das heißt, die hat genau diese Form hier. Und die wurde dann benutzt, GBR
ist gleich G plus Delta G und so entsprechend für die Masse und entsprechend für das Delta Z. Jemand anderes hätte ähnliche Schritte durchlaufen. Der wäre gelandet bei einer Theorie 2. Hat auch eine nackte Lagrange-Dichte, die auch die Form von oben hat. Und die nackte Lagrange-Dichte enthält auch eine nackte Kopplung, G-Bär. Aber der hat eine andere Aufteilung benutzt. Der hat geschrieben, G-Bär ist gleich G-Quer plus Delta G-Quer. Jetzt vergleichen die zwei ihre beiden Theorien und dann machen die das so, dass diese nackten Kopplungen jeweils gleich sind. Die sind gleich gewählt, inklusive der Abhängigkeit von Epsilon, inklusive der 1 durch Epsilon Pole, die sind insgesamt einfach gleich. Aber diese Aufteilung hier, die sei jetzt mal unterschiedlich. Was folgt dann daraus? Wie vergleichen sich die zwei Theorien von den beiden? Ein wichtiger Punkt ist, und das entspricht auch ein bisschen Ihrer Frage gerade eben, es ist eben völlig egal, wie man in der Störungstheorie die freie und die wechselwirkende Theorie aufspaltet. Relevant ist letztlich nur die Summe von allem. Das heißt, relevant ist letztlich nur die nackte Lagrange-Dichte. Die bestimmt alles, die bestimmt letztlich alle klinischen Funktionen, unabhängig davon, wie ich jetzt die Störungstheorie konstruiere oder was ich als niedrigste oder höhere Ordnung interpretiere. Wenn ich dann den Limes Epsilon gegen 0 mache, dann liegen alle Green-Funktionen eindeutig fest, allein aufgrund dessen, wie diese nackte Lagrange-Dichte aussieht. Daraus folgt, die beiden Theorien von diesen zwei, die sind definitiv physikalisch komplett gleichbedeutend, die liefern für alle Observablen, für alle Green-Funktionen im Endeffekt genau dieselben Endergebnisse. Das heißt, die beschreiben identische Physik. Und als Bemerkung eben die Green-Funktionen und alle Observablen hängen letztlich auf jeden Fall höchstens von dieser nackten Lagrange-Dichte ab. Kann nie davon abhängen, wie ich irgendwas in zwei Summanden aufspalte. So, aber es gibt einen Unterschied und der Unterschied ist eben der technische. Wie sehen denn die Formeln aus? Die Formeln in der Theorie 1, die sind immer so, dass letzten Endes alles eine Funktion ist von dieser Kopplung G hier. In der anderen Theorie ist alles eine Funktion von diesem G quer und die sind eventuell unterschiedlich. Das heißt, die Formeln für die Observablen als Funktion von G oder G quer, die sind vielleicht unterschiedlich, aber wir wissen, die Endergebnisse müssen immer gleich sein. Das heißt also, aber wenn Sie in der Theorie 1 eine Observable ausrechnen, dann ist das irgendeine Funktion von G und die wird ja jetzt als Potenzreihe dargestellt. Das heißt, es ist letztlich eine Potenzreihenentwicklung G plus G Quadrat plus G hoch 3 mit irgendwelchen Koeffizienten natürlich. Und nach einer konkreten Rechnung stehen hier ganz bestimmte Ausdrücke für die Koeffizienten und dann haben Sie eine Vorhersage für eine Observable. Und in der Theorie 2 passiert strukturell genau dasselbe. Dieselbe Observable ist jetzt aber eine andere Funktion, sagen wir F2, F1, und eine andere Funktion von einer anderen Variable G quer. Und wenn man wieder Potenzreihenentwicklung macht, ist das dann G quer plus G quer Quadrat plus G quer hoch 3 plus und so weiter. Und die Koeffizienten hier, die sind vermutlich unterschiedlich. Wir wissen aber, dass die Summe letzten Endes genau dieselbe ist. Das heißt, diese zwei Theorien sind physikalisch gleich, aber sind unterschiedlich parametrisiert. Und die Störungstheorie ist unterschiedlich sortiert oder konstruiert.
Und was ist jetzt besser? Wissen wir nicht auf dem allgemeinen Niveau. Aber wir sehen hier, es gibt eben eine gewisse Freiheit in der Renormierung. Insbesondere ist ja bisher, haben wir uns nur um die Divergenzen gekümmert. Es war nur wichtig, dass diese Renormierungskonstanten die Divergenzen der Loop-Diagramme aufheben. Aber was ist denn mit den endlichen Anteilen dieser Renormierungskonstanten? Die waren bisher noch gar nicht definiert. Und diese ganze Situation von verschiedenen Parametrisierungen und Festlegen der endlichen Anteile, das ist das, was wir jetzt besprechen. Und das ist das, was man als Renormierungsschema bezeichnet. Man muss also jetzt ein Renormierungsschema wählen, was all diese Dinge definiert und festlegt. Und dann würde das bedeuten, dass diese zwei Personen hier die Theorien in unterschiedlichen Renormierungsschemata definiert hatten. Das heißt, wir stellen fest, es ist nötig, eine Wahl des sogenannten Renormierungsschemas. Und das ist der zweite wichtige Begriff dieses Kapitels. Und diese Wahl bestimmt jetzt vieles. Erstens, per Definition ist die Wahl des Renormierungsschemas die Festlegung der endlichen Anteile von diesen Renormierungskonstanten. Wahl der endlichen Anteile der Renormierungskonstanten. Wie hatten wir die eigentlich bisher gewählt, diese endlichen Anteile? Ist Ihnen das aufgefallen? Denn wir hatten die ja explizit angegeben in der letzten Stunde. Und da hatten wir automatisch natürlich irgendeine Wahl getroffen, aber die hatten wir nicht diskutiert. Und die Wahl war damals so, dass wir die reine Divergenz nur diesen 1 durch Epsilon Pol plus diese irrationalen Euler-Mascheroni-Konstanten und Log-4-Pi-Faktoren, die hatten wir definiert, sodass die abgezogen werden und alles andere hatten wir weggelassen. Aber es muss nicht sein, man kann da auch zusätzliche endliche Anteile auch noch eindefinieren. Also was man da macht, ist die Wahl des Renormierungsschemas. Gleichzeitig heißt es eben, wie spalten Sie die nackten Größen auf in renormierten Anteil plus Renormierungskonstanten? Also im Sinne von GBR ist gleich G plus Delta G. Was eindeutig ist, was ist die Divergenz, was ist der 1 durch Epsilon-Pol? Der ist klar, damit die Divergenz der Loops weggehoben wird, aber wie ich jetzt das aufspalte in G und Delta G, ist eigentlich egal. Und wie ich es mache, ist die Wahl des Renormierungsschemas. Wenn ich jetzt irgendeine Wahl getroffen habe, dann heißt es, dass danach festlegt, wie eine Observable sich darstellt als Funktion von dieser renormierten Kopplung. In einer Theorie kriege ich hier irgendeinen Koeffizient, im anderen kriege ich einen anderen Koeffizient. Das heißt, die Wahl des Renormierungsschemas legt Ihnen fest, was die mathematische oder formelmäßige Beziehung ist zwischen einer Observable und ihrem Theorieparameter. Und je nachdem könnte diese Relation extrem einfach sein, zum Beispiel Observable ist gleich G. Dann ist dieses G direkt identifiziert mit einer Messgröße. Das wäre natürlich eine schöne Vorschrift und warum sollte man das nicht so wählen? Oder aber die Relation ist extrem kompliziert. Also auf jeden Fall wird festgelegt, die Relation zwischen so einer renormierten Größe und gewissen Observablen. Dann, wenn wir sagen, die Physik ist unabhängig von dieser Wahl des Renormierungsschemas, heißt es natürlich, also wir gehen immer davon aus, die Observablen sind fixiert, die haben irgendeinen genau bestimmten Wert und die Theorie muss den korrekt beschreiben. Das heißt, wenn sich jetzt die Relation zwischen einer Observable und dem Parameter ändert, heißt das erstens mal, die physikalische Bedeutung von dem Parameter ändert sich. Im einen Fall ist der Parameter vielleicht direkt identifiziert mit einer
Streuung oder mit einer Beobachtungsgröße, im anderen Fall nicht. Das heißt, es hat eine unterschiedliche Interpretation und natürlich auch einen unterschiedlichen numerischen Wert, wenn ich den dann aus der Observable numerisch bestimme. Also der numerische Wert hängt ab vom Renormierungsschema von G und die physikalische Bedeutung. Hängt ab vom Renormierungsschema. Und das ist ein wichtiges Prinzip, dass Sie eben diese Bedeutung von Renormierungsschemata verstehen. Ich kann also verschiedene Schemata wählen und die haben dieses Potenzial, dass man zum Beispiel optimale Renormierungsschemata finden kann, die irgendeine Eigenschaft hier besonders gut werden lassen. Entweder der numerische Wert ist besonders schön oder besonders klein oder besonders groß oder die Relation zu einer Observable ist besonders einfach oder die mathematische Form für die Renormierungskonstante ist besonders einfach oder besonders kompliziert. Also je nachdem, was Sie erreichen wollen, können Sie hier unterschiedliche Wahlen treffen. Und bisher eben hatten wir eine Wahl getroffen, ohne dass ich das genauer erklärt habe, aber diese Delta G und Delta M Quadrat waren definiert über eine reine Divergenz. Und zwar hatten wir die Divergenz ausgedrückt durch diese Kombination Groß Delta, 1 durch Epsilon plus Euler-Mascheroni-Konstante minus Logarithmus 4pi. Das ist also nicht genau ein 1 durch Epsilon-Pol, sondern mit diesen irrationalen Konstanten versehen. Und das nennt man modifizierte minimale Subtraktion. Modifizierte minimale oder sogenanntes MS-Bar-Schema. Und das ist ein sehr, sehr gebräuchliches Schema. Und Sie sehen ja, was der Vorteil dieses Schemas ist, nämlich die Formel für die Renormierungskonstanten ist die einfachstmögliche Formel überhaupt, nämlich die nur die Divergenz abzieht und sonst nichts enthält. Also das ist in dem Sinne optimiert, dass die Renormierungskonstanten maximal einfach werden. Dafür ist die Beziehung zwischen diesen Parametern und den Observablen maximal obskur. Denn wir wissen überhaupt nicht, was die Interpretation von diesen Parametern ist. Und ehrlich gesagt können wir ja noch gar keine Observablen hier ausrechnen. Das kommt erst in der nächsten Stunde. Aber die Relation zu Observablen ist in diesem Schema etwas verzwickt. Und deswegen wählt man manchmal auch andere Schemata, wo zum Beispiel dieses G direkt einer Observable entspricht. Und es ist ja klar, dass dieses G ist ja der Parameter, der für so eine 2 nach 2 Streuung relevant ist. Das heißt, es sollte irgendwie möglich sein, das als so eine Art Streuwahrscheinlichkeit zu interpretieren. Das heißt, man könnte das als effektive Wechselwirkungsstärke oder so auffassen und da gibt es dann auch passende Schemata. Dann hatte ich ja angekündigt, dass wir noch eine zweite Verallgemeinerung machen. Nämlich, jetzt hatte ich Ihnen ein Rezept angegeben, wie Sie typischerweise Theorien renormieren können. Nämlich, Sie konstruieren sich die nackte Lagrange-Dichte nach dem Rezept, kriegen Counterterm-Feynman-Regeln. Damit werden die Theorien üblicherweise endlich. Sie müssen den endlichen Anteil der Renormierungskonstanten festlegen durch ein Renormierungsschema und können danach Observablen ausrechnen und die Theorie vernünftig interpretieren. Aber warum funktioniert das Ganze überhaupt? Und dafür will ich Ihnen ein paar Theoreme listen und die logischen Beziehungen zwischen diesen Theoremen und dem, was wir hier gesagt haben, versuchen zu illustrieren. Für die Beweise dieser Theoreme, die jetzt kommen, werde ich auf die Literatur verweisen. Vielleicht könnte man irgendwann mal ein Semester machen über diese ganzen Beweise, aber nicht in diesem Semester. Also einige wichtige Theoreme.
Wir starten also wieder mit einer klassischen Lagrange-Dichte, die also die Theorie auf Tree-Level definiert, beziehungsweise in Ordnung h quer hoch 0. Und was wir bisher gesehen haben am Beispiel der phi hoch 4 Theorie, ist, dass wir eine Einschleifen-Counterterm-Lagrange-Dichte bekommen können, die auf Einloop-Niveau die Theorie endlich macht. Bisher hatten wir also konstruiert eine Einschleifen-Counterterm-Lagrange-Dichte. Index 1 steht für Einschleifen-Niveau oder Einloop-Niveau. Oder Ordnung H4. Dann war die Theorie endlich in Einloop-Niveau. So, und jetzt machen wir natürlich eine vollständige Induktion. Wir wollen also sehen, dass die Theorie in allen Ordnungen endlich wird. Und dafür machen wir eine Induktion nach der Ordnung in H quer oder nach der Ordnung in Loops. Dafür machen wir eine Induktionsannahme. Nämlich, wir haben das Ganze nicht nur auf Einloop gemacht, sondern bis zur Ordnung n-1 und dann interessiert uns der Schritt zu n. Also wir haben konstruiert eine nackte Lagrange-Dichte bis zu n-1 Loop-Niveau. Das ist also die klassische Lagrange-Dichte. Dann addieren wir die Einloop-Counterterm-Lagrange-Dichte, die wir kennen, plus und so weiter, plus eine n-1 Loop-Counterterm-Lagrange-Dichte. Und das ist alles so konstruiert, dass bis zur Loop-Ordnung n-1 alles endlich wird. So, dass die Theorie in Ordnung h quer hoch n-1 endlich ist. So, also mindestens auf Einloop-Niveau funktioniert es und wir nehmen das jetzt an für irgendeine Ordnung n. Und dann folgt der Induktionsschritt. Und da skizziere ich jetzt, was man machen muss und einige Theoreme braucht man, um den Induktionsschritt von n-1 zu n ausführen zu können. Also man muss jetzt natürlich Diagramme betrachten, betrachte n-Loop-Diagramme. Und es reicht, einteilig irreduzible Diagramme zu betrachten in Ordnung n-Loop. Aber am besten ist es, man zählt systematisch in Potenzen von h quer, berechnet mit dieser vorher konstruierten nackten Lagrange-Dichte L-Bär L-1. Das bedeutet, es gibt verschiedene Sorten von N-Loop-Beiträgen. Machen wir mal 2-Loop, n gleich 2. Auf 2-Loop-Niveau hätten wir jetzt einmal solche Diagramme, was Sie auch auf dem Übungsblatt haben. Das ist ein echtes 2-Loop-Diagramm und in diesem echten 2-Loop-Diagramm nutzen wir jetzt Tree-Level-Kopplungen G, die von der Ordnung h quer hoch 0 sind. Dann haben wir insgesamt 2-Loop, nämlich 2 Loops und 2 Potenzen von Ordnung h quer hoch 0. Ganz normal. Es gibt noch weitere solche Diagramme, zum Beispiel das hier, das wäre ebenfalls 2-Loop mit Vertices der Ordnung h quer hoch 0, also mit Vertices aus der niedrigsten Ordnung. Aber es gibt weitere 2-Loop-Beiträge, zum Beispiel das hier. Denn dieser Vertex jetzt enthält eine Counterterm-Einsetzung von einer Renormierungskonstante, die ihrerseits von Einloop-Ordnung ist. Und dann gibt es noch den echten Loop, das heißt, das hier ist ein 2-Loop-Beitrag. Also von derselben Ordnung wie diese Diagramme hier. Und da gibt es natürlich einige weitere solche Diagramme. Und dann schauen wir uns mal so ein konkretes Diagramm an, was Sie, wie gesagt, auch auf dem Übungsblatt haben. Das wäre jetzt so ein Diagramm, das hat 2 Loops, also hat man dq1, d4, q1, d4, q2. Das hat einen äußeren Impuls p
Und dann können Sie den Propagatornenner zum Beispiel so schreiben, einfach Q1 plus P insgesamt zum Quadrat mal Q2 plus Q1 insgesamt zum Quadrat und Q2 zum Quadrat. Und da gibt es jetzt ein wichtiges Konzept, was ich einführen möchte, nämlich den Divergenzgrad des Diagramms oder den sogenannten oberflächlichen Divergenzgrad. D, der ist einfach der Zählergrad minus Nennergrad in allen Loop-Impulsen insgesamt. In allen Loop-Impulsen, das heißt, das wäre hier 8 Loop-Impulse im Zähler, 6 Loop-Impulse im Nenner, gibt insgesamt Divergenzgrad 2. Das heißt, wenn alle Loop-Impulse simultan gegen unendlich gehen und Sie hier achtdimensionale Kugelkoordinaten machen, dann geht das insgesamt wie dq mal q ist quadratisch divergent. Das ist das, was dieser oberflächliche Divergenzgrad sagt. Das heißt, oberflächlich gesehen ist klar, dass dieses Diagramm divergiert in dem Integrationsbereich, wo alle Loop-Impulse, alle 8 Komponenten der Loop-Impulse simultan grenzt werden. Quadratisch divergent. Das heißt, es ist klar, dass es divergent ist, aber es ist noch viel schlimmer und das ist ein signifikanter Unterschied zu Einloop, nämlich solche Diagramme haben sogenannte Subdiagramme und diese Subdiagramme haben ihrerseits Divergenzen. Und das ist jetzt neu. Schauen wir es uns an. Hier zum Beispiel mit den Farben. Dieses Rechteck. In diesem Rechteck ist jetzt ein Subdiagramm drin. Das Subdiagramm ist ein Diagramm mit einem Loop und 4 äußeren Linien. Und so ein Diagramm haben wir schon ausgerechnet. Das ist nämlich genau das Diagramm hier rechts oben. Das ist das Subdiagramm. Und das ist seinerseits divergent. Und dieses Subdiagramm. Erstens, wir wissen, was es ist. Es ist eine B0-Funktion, dann das haben wir ja ausgerechnet. Das ist also divergent, proportional zu 1 durch Epsilon. Aber das hat auch einen Divergenzgrad D. Was ist der Divergenzgrad dieses Subdiagramms? Das hat hier 2 Propagatoren und einen Loop, gibt insgesamt D4Q geteilt durch Q hoch 4, ist Divergenzgrad 0. Divergenzgrad 0. Das ist also auch divergent, ist logarithmisch divergent. So, das heißt, was in 2 Loop und höheren Ordnungen passiert, ist, dass es sowohl oberflächliche Divergenzen geben kann, als auch Subdivergenzen. Und es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Diagramm gar keine oberflächliche Divergenz hat, sondern nur Subdivergenzen, wohingegen in Einloop-Niveau jede Divergenz automatisch so eine oberflächliche Divergenz sein musste. Und wenn das Diagramm oberflächlich konvergent war, dann war es auch wirklich mathematisch konvergent. Das ist ab 2 Loop dann nicht mehr so. Das heißt, im Allgemeinen gilt, jedes Diagramm hat mehrere Subdiagramme, die divergent sein können. Und was passiert jetzt in so einem Fall? Gut, zugegebenermaßen in dem speziellen Fall passiert es zwar nicht, aber es kann zum Beispiel in so einem Diagramm passieren. Da kriegen Sie hier von diesem Subdiagramm hier, was ist das? Ist das divergent oder endlich? Divergent. Das ist nämlich genauso eine B0-Funktion, das heißt, das liefert ein 1 durch Epsilon. Der Rest ist ein Diagramm, wenn wir das mal vergessen, das ist jetzt eine Konstante, 1 durch Epsilon. Der Rest ist ein Diagramm mit 1, 2, 3 Propagatoren, also ein Einloop-Diagramm mit 3 Propagatoren, das ist endlich. Aber wenn wir es ausrechnen, ist es kompliziert.
der endliche Anteil von der B0-Funktion, der war ja auch eine komplizierte Funktion von p. Zum Beispiel enthält das dann Logarithmus von p² und noch kompliziertere Funktionen. Das heißt, dieses Diagramm als Ganzes liefert sicherlich unter anderem Terme 1 durch Epsilon mal Logarithmus p². Und was sagt Ihnen das? Im Kontrast zu allem, was wir bisher immer hatten und was ich schon mindestens 20 Mal betont habe, ist das eine Divergenz, die keine Konstante ist im Impuls. Und nicht mal ein Polynom im Impuls, sondern ein Logarithmus vom Impuls. Und was bedeutet das für den Ortsraum, wenn Sie die Fourier-Transformation von Impuls zu Ortsraum machen? Dann ist das eben eine nicht lokale Divergenz. Die können Sie nicht durch eine lokale Lagrange-Dichte absorbieren. Lokal ist nur Konstante im Impulsraum oder Polynom im Impulsraum. Das ist lokal. Delta-Funktion im Ortsraum oder Ableitung der Delta-Funktion im Ortsraum liefert Polynom vom Impuls im Impulsraum. Das ist kein Polynom, also ist das keine lokale Divergenz und die kann nicht durch eine lokale Lagrange-Dichte absorbiert werden. Und das ist das fundamentale neue Problem von Multiloop-Diagrammen und von Renormierung auf Multiloop-Niveau. Das heißt, wir haben diese Subdiagramme, die zu solchen nicht lokalen Divergenzen führen oder kein Polynom in äußeren Impulsen. Und daher ist es extrem nicht trivial, ob es überhaupt möglich ist, Counterterme zu konstruieren, die auch auf Zweiloop-Niveau die Theorie endlich machen. Okay, und deswegen brauchen wir diese relativ komplizierten mathematischen Theoreme, diese Situation zu lösen. So, das erste Theorem, das ich Ihnen angeben möchte, ist das Weinberg-Theorem. Von Steven Weinberg. Das besagt, falls der oberflächliche Divergenzgrad negativ ist, kleiner als 0, für das Diagramm und jedes Subdiagramm dann ist das Integral mathematisch tatsächlich konvergent, also ein Konvergenzkriterium. Das ist ein erstes wichtiges Theorem. Und das nicht offensichtlich, weil Subdiagramme und das ganze Diagramm liefern eben, also der oberflächliche Divergenzgrad schaut ja nach bestimmten Regionen in dem Integrationsgebiet und checkt quasi, ob bestimmte Regionen im Integrationsgebiet zu Divergenzen führen. Und die Aussage ist eben, dass außer diesen Regionen nichts divergieren kann. Ja. Ist trivial der Zähler minus Nennergrad in den ganzen Impulsen, über die integriert wird. Das heißt, das ist das naivste Power Counting, was man machen kann, oder Potenzzählen, wie viele Potenzen haben Sie im Zähler, wie viel im Nenner. Und wenn Sie dann grob in Kugelkoordinaten sich vorstellen, kriegen Sie halt ein Integral. Wenn Sie Divergenzgrad D haben, haben Sie hier letztlich dQ geteilt durch Q für Divergenzgrad 0. Divergenzgrad 2 wäre dQ mal Q. Divergenzgrad minus 1 wäre dQ durch Q². Und das ist eben endlich für große Q. Das hier wäre logarithmisch divergent für große Q. Das hier ist quadratisch divergent für große Q und so weiter. Warum war das schon klar, dass da ein Logarithmus rauskommt? Und es geht immer nur um die obere Grenze. Das ist ja divergent. Wenn Sie bis zu einer oberen Grenze Lambda integrieren, bekommen Sie Logarithmus Lambda und für Lambda gegen unendlich gibt es eine Divergenz. Und die ist logarithmisch, weil die eben proportional zum Logarithmus der oberen Grenze
divergiert. Entspricht das d gleich 0? Ja, das ist d gleich 0. Genau, also d gleich 0 ist genau die Grenze. Bei d gleich 0 haben Sie eine logarithmische Divergenz. D größer als 0, da hätten Sie so eine Potenzgesetz-Divergenz. Und für d kleiner als 0 haben Sie Konvergenz in einem eindimensionalen Integral. Und die Aussage des Weinberg-Theorems ist eben, Sie müssen tatsächlich nur die ganzen Subdiagramme anschauen und dann jeweils diese Region für große Impulse studieren. Und wenn die alle konvergieren nach diesem einfachen Kriterium, dann ist tatsächlich echte mathematische Konvergenz gegeben. Das ist schön, das ist ein mächtiges Theorem, aber nicht ausreichend für uns, weil wir haben ja Subdivergenzen. Das heißt, wir brauchen mehr. Das nächste Theorem ist von BPHZ, Bogoljubow. Zimmermann. BPHZ genannt. Dieses Theorem ist das entscheidende Theorem für die Renormierung, nämlich erstens haben wir ja jetzt das Zwei-Loop-Diagramm oder N-Loop-Diagramm und wir haben diese ganzen Diagramme von niedrigerer Loop-Ordnung, aber mit Einsetzungen dieser Counterterme. Und die Aussage ist, wenn Sie alles addieren, dann kriegen Sie nach Addition der Counterterm-Diagramme mit den Vertices aus der nackten Lagrange-Dichte, die Sie in der vorherigen Ordnung konstruiert haben. Wenn Sie das addieren zu den eigentlichen N-Loop-Diagrammen. Dann verbleibt nur noch eine oberflächliche Divergenz. Das heißt, das Diagramm ist dann nur noch in diesem Integrationsgebiet divergent, wo alle Loop-Impulse simultan gegen unendlich gehen. Und diese Divergenz hat dann denselben Charakter wie die Ein-Loop-Divergenzen, nämlich die Divergenz ist jetzt ein Polynom in den äußeren Impulsen. Das ist ein Polynom in den äußeren Impulsen. Das heißt also, nachdem man diese Subloop-Renormierung gemacht hat mit diesen Countertermen von niedrigerer Ordnung, dann verhält sich alles so wie auf ein Loop. Und die restliche Divergenz gibt noch eins durch Epsilon, aber die Koeffizienten sind jetzt ein Polynom in den äußeren Impulsen. Und dann können wir die wieder durch Counterterme absorbieren. Das heißt, das nächste ist halt die ganze Kombinatorik der Feynman-Regeln für Counterterme ist genau dieselbe wie die Kombinatorik dieser Divergenzen, die hier auftauchen. Also es existiert eine Counterterm-Lagrange-Dichte in dieser Loop-Ordnung n, beziehungsweise dann eine nackte Lagrange-Dichte der Loop-Ordnung n mit der die Theorie in dieser n-ten Ordnung endlich wird. In der Ordnung h quer hoch n. Und für die Beweise kann ich verweisen auf ein Buch, da stehen die ausführlich drin, Buch von John Collins. Normalization.
Okay. So, das heißt, die Theorie kann tatsächlich endlich werden, indem wir jede Ordnung oder in jeder Ordnung so eine Counterterm-Lagrange-Dichte konstruieren. Und diese Counterterm-Lagrange-Dichte muss eben Polynome in den Impulsen wegheben. Das heißt, die Counterterm-Lagrange-Dichte ist lokal. Hält lokale Produkte von Feldoperatoren, eventuell Ableitungen, um impulsabhängige Feynman-Regeln zu liefern, aber immer nur endlich viele Ableitungen, denn wir brauchen ja nur ein Polynom endlichen Grades im Impuls. Ah, ich hatte einen Detail vergessen. Die verbleibende Divergenz hier ist ein Polynom in den äußeren Impulsen und der Grad des Polynoms ist bekannt, nämlich vom Grad d, also genau von dem Grad, den der oberflächliche Divergenzgrad angibt. Das heißt, wenn Sie ein logarithmisch divergentes Diagramm haben, Divergenzgrad 0, kann es nicht vom Impuls abhängen, sondern liefert eine impulsunabhängige Konstante. Und das war genau unser Ergebnis hier. Wenn Sie aber eine Divergenzgrad 2 haben, quadratisch divergent, könnte es ein Polynom zweiten Grades im Impuls sein, p Quadrat. Aber mehr nicht. Und daraus wissen Sie, dass diese Counterterm-Lagrange-Dichte dann eben so viele Potenzen von Ableitungsoperatoren maximal enthalten muss, wie Sie hier finden. So, das heißt also, die Theorie wird endlich. Das beendet die Induktion. Die Induktion ist vollständig. Und daraus folgt, jede Quantenfeldtheorie, mit jeder meine ich natürlich jede relativistische lokale Quantenfeldtheorie, lässt sich auf diese Art und Weise durch Counterterme endlich machen. Erstaunlich wenig Voraussetzungen brauchen wir hier. Also es gilt eigentlich immer. Jetzt habe ich eine Frage an Sie, nämlich gibt es noch weitere Kriterien, die wir stellen sollten? Beispielsweise haben Sie vielleicht mal davon gehört, dass es renormierbare oder nicht renormierbare Theorien gibt. Aber hier haben wir gefunden, jede Theorie lässt sich endlich machen. Das heißt, es gibt noch weitere Fragen und eine Frage, die ich habe, ist, welche Terme stehen denn nun eigentlich in dieser Counterterm-Lagrange-Dichte drin? Was ist die Gestalt von dieser Counterterm-Lagrange-Dichte? Hier war es ja so, dass die Counterterm-Lagrange-Dichte eine Kopie der originalklassischen Lagrange-Dichte war, aber das ist jetzt hier nicht rausgekommen. Das heißt, das ist eine Frage. Und das wäre ein Kriterium. Ist die Counterterm-Lagrange-Dichte von der Originalform oder anders? Also die Frage ist, welche Sorten von Termen stehen eigentlich in der Counterterm-Lagrange-Dichte? Und die Antwort kann man allgemein nicht geben und deswegen liefert das uns jetzt eine Definition bzw. ein Kriterium und man bezeichnet Theorien als renormierbar oder nicht renormierbar, je nachdem, was hier jetzt passiert. Das heißt, eine Theorie ist renormierbar und zwar im engeren Sinn per Definition, falls die Counterterm-Lagrange-Dichte aus diesem Prozess der Renormierungstransformation gewonnen werden kann. Dann stimmt eben das vom vorherigen Kapitel. Also LBR lässt sich aus L klassisch durch Feld- oder Parameterrenormierung gewinnen. Wie im vorherigen Kapitel 342. Das war ja in der 4 hoch 4 Theorie der Fall.
die ist in der Tat auch im engeren Sinn renovierbar. Und die meisten Theorien, mit denen wir es zu tun haben, sind in diesem engeren Sinn renovierbar. Das heißt, dieses Rezept der Renormierungstransformation trifft auf alle diese Theorien zu, aber das ist eigentlich ein Kriterium. Dann kann man auch definieren, Theorie renormierbar in einem leicht erweiterten Sinn. Nämlich, es kann passieren, zum Beispiel auf Ihrem Übungsblatt, dass man in der klassischen Lagrange-Dichte vergessen hat, irgendeinen Term hinzuschreiben. Wenn man ihn hingeschrieben hätte, dann könnte man durch die Renormierungstransformation die Counterterme bekommen. Aber da man vergessen hat, ihn hinzuschreiben, kann man durch eine Renormierungstransformation die Counterterme nicht bekommen. Aber das ist eigentlich nicht schlimm. Dann muss man den halt dazufügen und dann ist alles in Butter. Und dann ist eigentlich das entscheidendere Kriterium das, ob die Anzahl der Counterterme, die auftauchen, die Anzahl der Counterterm-Strukturen eine endliche Anzahl ist oder eine unendliche Anzahl. Und das ist dieser erweiterte Sinn, nämlich wir verlangen lediglich, dass die nach der Lagrange-Dichte endlich viele Terme enthält, um die Theorie endlich zu machen. Endlich viele Terme bedeutet endlich viele freie Parameter, denn jeder Term in der Lagrange-Dichte hat ja einen Koeffizient und der ist ein freier Parameter der Theorie. Das Wesentliche an diesen renormierbaren Theorien, egal ob in diesem engeren Sinn oder erweiterten Sinn, ist, dass sie nachher endlich viele freie Parameter zur Verfügung haben und alle Observablen als Funktionen von diesen endlich vielen Parametern schreiben können und damit hat die Theorie halt eine Vorhersage. Und die nicht renormierbaren Theorien, die werden zwar endlich, aber sie brauchen unendlich viele Terme und damit unendlich viele freie Parameter, das heißt, sie rechnen eine Observable aus als Funktion von unendlich vielen freien Parametern und damit können sie unendlich viele Observablen messen und haben damit immer noch nicht alle Parameter der Theorie bestimmt und damit verliert die Theorie ein bisschen ihre Vorhersagekraft. Also dann haben wir eine physikalisch vorhersagekräftige Theorie. Es gibt ja immer eine nackte Lagrange-Dichte, die Frage ist nur, wie viele Terme gibt es? Und manchmal brauchen Sie unendlich viele Terme. Und ich hoffe, dass wir noch dazu kommen. Dann gebe ich Ihnen ein Beispiel. Das ist ganz einfach. Okay, machen wir jetzt das Beispiel. Oder Sie haben auch noch eine Frage? Mit der Endlichkeit der Terme ist es dann nur ein Problem, wenn ich so Diagramme mit unendlich vielen Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Das ist von der Theorie abhängig. Und in der Tat, hatte ich ja gesagt, dass das hier liefert eine physikalisch vorhersagekräftige Theorie, aber die Umkehrung gilt nicht unbedingt. Es ist manchmal so, dass Sie eine perfekt physikalisch vorhersagekräftige Theorie bekommen, mit unendlich vielen freien Parametern, aber es gibt eine Hierarchie. Sagen wir mal, für niedrigste Ordnungsstörungstheorie sind nur zwei Parameter relevant. Für ein Loop sind drei Parameter relevant, für zwei Loops sind vier Parameter relevant und so weiter. Aber zwei Loop liefert Ihnen halt eine Präzision im Promille-Bereich. Drei Loop würde Ihnen eine Präzision im 10 hoch minus 6 Bereich liefern. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie brauchen nur eine Präzision im Promille-Bereich, haben Sie vier freie Parameter und damit haben Sie eine Vorhersagekraft in diesem Genauigkeitsbereich. Und wenn Sie halt auf 10 hoch minus 6 genau rechnen wollen, haben Sie vielleicht 10 freie Parameter und so. Also wenn Sie so eine Hierarchie haben, dann hat die Theorie zwar formal unendlich viele freie Parameter und ist nicht renormierbar in diesem Sinn, aber die ist physikalisch komplett nutzbar und extrem
ja, also vorhersagekräftig. Manche sehen das sogar als Vorteil an, wenn sie so eine Theorie haben, weil die Theorie liefert ihnen ja dann intrinsisch eine Aussage darüber, wann sie selber zusammenbricht und eine Aussage darüber, was genau ihr Gültigkeitsbereich ist und auch was das Genauigkeitslevel ist, was sie erreichen können mit einer bestimmten Ordnung in der Störungstheorie. Bei einer renommierbaren Theorie hätten sie die Aussage nicht, da würden sie prinzipiell immer denken, sie können unendlich genau rechnen. Was aber formal vielleicht auch stimmt, aber für die Natur stimmt es natürlich nicht, denn die Theorie ist ja vermutlich nicht bis ad infinitum gültig, sondern muss ersetzt werden durch andere Theorien. Aber die Theorie sagt ihnen intrinsisch nicht, wo sie jetzt ersetzt werden müsste. Nicht renovierbare Theorien sagen ihnen das in gewisser Weise. Andere Fragen? Dann würde ich vielleicht gerade das Beispiel vorziehen. Schauen wir uns mal allgemein Phi hoch n Theorien an. Was ist der Divergenzgrad von einem einteiligen irreduziblen Diagramm? D. Der Divergenzgrad von einem x-beliebigen Diagramm ist Zählergrad minus Nennergrad. Und der Zählergrad ist 4 mal die Anzahl der Loops, nämlich jedes Loop-Integral liefert D4Q. Das heißt, 4 mal die Anzahl der Loop-Impulse steht im Zähler. Und im Nenner, jeder Propagator liefert eben 1 durch Impuls hoch 2. Also haben Sie minus 2 mal die Anzahl der inneren Linien. Das ist der oberflächliche Divergenzgrad. Für ein beliebiges Feynman-Diagramm in einer beliebigen Phi hoch N-Theorie. Und jetzt haben Sie eine Übungsaufgabe gehabt, mit wie Sie die Anzahl der Loops, Vertices, inneren und äußeren Linien in Verbindung bringen können. Es gab eine topologische Formel, die die Anzahl der Loops korreliert mit den Anzahlen der Vertices. Und die können wir mal nutzen, die topologische Formel nutzen wir, um diese Anzahl der Loops hier zu eliminieren. Dann kriegen wir 2 mal die Anzahl der inneren Linien minus 4 mal die Anzahl der Vertices plus 4. Das war also diese topologische Formel. Und dann haben Sie eine Koinzidenzformel, die Ihnen sagt, wenn an einem Vertex n Linien anknüpfen, muss halt die Anzahl der Vertices mal n gleich die Anzahl der Linienenden sein und eine äußere Linie liefert ein Linienende, eine innere Linie liefert 2 Linienenden. Daher ist n mal v gleich 2 mal i plus e, Anzahl der äußeren Linien. Und dann können wir das hier auch eliminieren und dann kriegen wir über diese Koinzidenzformel viermal die 4 minus die Anzahl der äußeren Linien plus n minus 4 mal die Anzahl der Vertices. Das ist jetzt der Divergenzgrad für ein beliebiges Diagramm, einteiligen irreduzibel, in einer Phi hoch n Theorie. Und da sehen Sie, der Divergenzgrad hängt also ab von der Anzahl der äußeren Linien. Die Anzahl der inneren Linien und die Anzahl der Loops ist rausgeschmissen, aber dann haben wir noch eine Anzahl der Vertices hier. So, was bedeutet das jetzt, wenn wir eine 4 hoch 4 Theorie machen? 4 hoch 4 heißt n gleich 4. N gleich 4 bedeutet, der Divergenzgrad ist gleich 4 minus die Anzahl der äußeren Linien. Fertig. Ganz einfach. Die Anzahl der Vertices fällt hier weg. Das bedeutet, für eine beliebige Anzahl von Loops, für beliebig komplizierte Diagramme, hängt der Divergenzgrad nur von der Anzahl der äußeren Linie ab. Und damit wissen wir, dass wir alle Divergenzen in allen Loopordnungen folgendermaßen absorbieren können. Nämlich, was sind die divergenten Diagramme? Das eine divergente Diagramm kriegen wir für 2 äußere Linien, E gleich 2, das ist eine Selbstenergie. Dann haben wir Divergenzgrad 2, D gleich 2, das heißt die Selbstenergie ist quadratisch divergent. Und das heißt, in einem beliebig komplizierten Diagramm nach Addition der Subdivergenzen verbleibt eine oberflächliche Divergenz. Die ist ein Polynom zweiten Grades im Impuls.
Das heißt, die kann durch einen Vertex absorbiert werden, der ein Polynom zweiten Grades im Impuls ist. Das heißt, als Counterterm Lagrange-Dichte brauchen wir einen Phi hoch 2 Term, der liefert eine Konstante, und einen dμ Phi hoch 2 Term, der liefert ein Polynom zweiten Grades im Impuls. Das sind die einzigen zwei Terme, die wir in allen Ordnungen brauchen, um alle Divergenzen von diesen Selbstenergieloops zu absorbieren. Und das entspricht der Feldrenormierung Delta Z und das entspricht der Massenrenormierung Delta M Quadrat. Das nächste, E gleich 4, vier äußere Linien, dann haben wir Divergenzgrad D gleich 0, logarithmisch divergent. Das heißt, wir wissen, nach Addition der Subcounterterme verbleibt eine oberflächliche Divergenz vom Divergenzgrad 0. Das ist ein Polynom 0. Grades, also eine impulsunabhängige Konstante. Das heißt, wir können alle Divergenzen für die Vierpunktfunktion absorbieren durch eine Counterterm-Lagrange-Dichte, die Phi hoch 4 enthält. Die liefert dann als Feynman-Regel eine impulsunabhängige Konstante. Und die kann erzeugt werden durch eine Renormierungstransformation G zur G plus Delta G. Also Parameterrenormierung. Und das sind die einzigen möglichen divergenten Diagramme. Wenn Sie mehr als vier äußere Linien haben, ist es konvergent. Das heißt, es gibt keine weiteren Divergenzen. Und das ist der komplette Beweis der Renormierbarkeit der 4 hoch 4 Theorie. Das ist also Renormierungstransformation, die Theorie in allen Ordnungen endlich macht. Also restendlich. Theorie renormierbar. Also ungerade Anzahlen von Linien gibt es nicht, weil wir ja nur 4 hoch 4 Vertices haben. Also Diagramme mit einer äußeren Linie oder drei existieren überhaupt nicht. Damit ist das klar. Okay, so das ist 4 hoch 4. Das heißt, damit ist bewiesen, dass das, was wir gemacht haben, nicht nur auf ein Loop, sondern in allen Ordnungen funktioniert. Und jetzt kommt Ihr Beispiel, n größer als 4. Was passiert jetzt? Wenn wir n größer als 4 haben, zum Beispiel n gleich 5, dann ist der Divergenzgrad nicht nur von den äußeren Linien abhängig, sondern je mehr Vertices, desto divergenter wird das Diagramm. Das heißt, wenn Sie kompliziertere und kompliziertere Loops hinschreiben, wird das Diagramm beliebig stark divergent. Sie kriegen zum Beispiel beliebig hohe Polynome vom Impuls als Divergenz und müssen mehr und mehr Ableitungen in Ihre Counterterm-Lagrange-Dichte reinschreiben, um die Divergenz zu absorbieren. Also hier haben wir jetzt d gleich 4 minus e plus v, das ist beliebig groß. Schauen wir mal ein Beispiel an. Phi hoch 5 ist das ja jetzt. Da gibt es diesen Vertex hier mit 5 Linien an einem Vertex. Können wir dieses Einloop-Diagramm machen? So, hier haben wir einen 5er-Vertex, hier einen 5er-Vertex. Und das ist jetzt ein Loop. Was ist das Ergebnis dieses Loop-Diagramms? A0, B0, C0. Das ist eine B0-Funktion, weil wir zwei Propagatoren haben. Es gibt also eine B0-Funktion und der einlaufende Impuls ist die Summe dieser drei Impulse. Es gibt eine 1 durch Epsilon-Divergenz. Divergenzgrad ist natürlich 0 von diesem Diagramm. Ein Loop und zwei Propagatoren. So, das heißt, das ist divergent. Aber das ist ein Diagramm mit 6 äußeren Linien. Das heißt, um das so endlich zu machen, brauchen Sie was für eine Counterterm-Lagrange-Dichte auf Einloop-Niveau? Brauchen Sie eine 6-Punkt-Funktion. Das heißt, Sie müssen hier einfügen einen Phi hoch 6 Term mit irgendeinem Koeffizient, der diese Divergenz absorbiert. Dann ist die Summe endlich. Aber Phi hoch 6 stand ja nicht in der Original-Lagrange-Dichte drin. Erstens kriegen Sie das nicht durch Renormierungstransformation, aber zweitens ist es wirklich eine höhere Potenz. Was passiert auf 2-Loop-Niveau? Auf 2-Loop-Niveau fangen wir wieder an mit so einem 5er-Vertex. Da können wir das hier machen. Da haben wir hier einen 5er-Vertex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 äußere Linien. 2 Loops. Jeder einzelne Loop ist wieder eine B0-Funktion. Natürlich divergent.
Das heißt, um diese Divergenz zu absorbieren, brauchen wir eine Counterterm-Lagrange-Dichte auf 2 Loop proportional zu phi hoch 7. Und so weiter. Das heißt, Sie sehen hier klar das Pattern, das entspricht auch dem, was ich gerade Ihnen gesagt habe. In jeder Loop-Ordnung brauchen wir eine zusätzliche Potenz, phi hoch 6, phi hoch 7, phi hoch 8 und so weiter. Das hört nie auf. Das heißt, im Endeffekt brauchen wir unendlich viele Terme in der Counterterm-Lagrange-Dichte, nämlich wir brauchen jede Potenz von phi bis zu unendlich. Damit ist die Theorie nicht renommierbar. Die Anzahl der Counterterm-Strukturen ist unendlich. Aber Sie haben halt auch recht, oder ich weiß nicht, ob Sie recht haben, aber Sie haben es nicht gesagt, aber Ihre Frage hat das, die Bemerkung hervorgerufen, dass ja in Tree-Level haben wir nur den einen Vertex mit 4 hoch 5, das heißt, auf Tree-Level hat die Theorie nur einen freien Parameter. Wenn Sie mit Tree-Level-Genauigkeit zufrieden sind, brauchen Sie nur einen freien Parameter. Auf ein Loop brauchen Sie einen weiteren Counterterm mit 4 hoch 6, haben Sie 2 freie Parameter, von denen dann Observablen abhängen. Auf 3 Loop, auf 2 Loop brauchen Sie noch 4 hoch 7, also 3 freie Parameter und so weiter. Und wenn Sie halt mit 2 Loop Genauigkeit zufrieden sind, reichen Ihnen auch diese 3 freie Parameter. Und damit können Sie selber entscheiden, ob Sie mit der Genauigkeit, die Sie haben, glücklich sind und wissen dann genau, wie viele freie Parameter Sie haben. Das heißt, so eine Theorie nennt man manchmal effektive Feldtheorie, die also nicht renormierbar ist, aber die, solange man eine bestimmte numerische Genauigkeit anstrebt, nur eine endliche Anzahl von freien Parametern benötigt. Ja, ich schreibe gerade noch eine Schlussfolgerung auf. Also allgemein gilt jetzt das Folgende. Falls Sie mit einer nackten Lagrange-Dichte starten, L bar n minus 1, die nur Terme der Dimension kleiner gleich 4 enthält, mit Term der Dimension 4 meine ich so ein Monom in den Feldoperatoren oder Ableitungen. So ein Skalarfeld hat ja die Einheit Masse. Das wäre also Masse hoch 6. Das wäre also ein Dimension 6 Term. Das wäre ein Dimension 7 Term. Und 4 hoch 2 wäre ein Dimension 2 Term. Ableitung hat auch Masse als Einheit. Das wäre ein Masse hoch 4 Term, Dimension 4 Term. Das ist auch ein Dimension 4 Term. Falls die Theorie also nur Terme der Dimensionen kleiner gleich 4 enthält, ist äquivalent dazu, dass die Parameter in der Lagrange-Dichte haben Dimension größer gleich 0, denn die Lagrange-Dichte insgesamt hat Dimension Masse hoch 4, das heißt das Produkt aus Parameter mal dem Feldausdruck muss genau Dimension 4 haben. Alle Parameter haben also nicht negative Massendimension und falls die Propagatoren sich verhalten wie 1 durch Q-Quadrat für Skalare oder Vektorbosonen, beziehungsweise wie 1 durch Q-Slash für Spinoren, dann folgt, dass Terme auch der Dimension kleiner gleich 4 in der nächsten Ordnung ausreichen. Das ist durch das Beispiel illustriert. In der 4 hoch 4 Theorie haben nämlich alle Terme Dimension 2 oder Dimension 4 und die Parameter haben entweder Massequadrat als Einheit oder dimensionslos. Das ist die Voraussetzung erfüllt und dann ist die Theorie renormierbar. Die Counterterme haben ebenfalls diese Eigenschaft. Aber in der 4 hoch 5 Theorie haben wir einen Dimension 5 Term. Der Vorfaktor hätte eine Einheit 1 durch Masse und dann stimmt es eben nicht und dann brauchen Sie mehr und mehr Terme in höheren und höheren Ordnungen. Gut, damit haben wir uns einen Überblick über die Renormierungstheorie verschafft, allerdings noch nicht komplett.
Denn eine Frage bleibt immer noch offen, die will ich das nächste Mal stellen. Aber sehr wichtige Fragen haben wir ja schon geklärt, nämlich wir haben geklärt, dass die Theorien tatsächlich alle endlich gemacht werden können durch diese Renormierungsprozedur, durch Addition von lokalen Counterterm, die man als nackte Lagrange-Dichte dann interpretieren kann. Und wir haben das Kriterium von renormierbaren und nicht renormierbaren Theorien kennengelernt und wissen damit, wie wir höhere Ordnungen prinzipiell ausrechnen können. Das nächste Mal noch einige abschließende Bemerkungen zur Renormierung, auch zur physikalischen Interpretation, und dann fangen wir an mit einem neuen Thema, nämlich Observablen in der Quantenfeldtheorie, zum Beispiel Streuungen und dergleichen. Gut, bis dann.